Hallo Leute, hier ist der Stefan, heute mit der versprochenen Dual Commentary mit dem Valentin. Hi. Ja, und zwar auf der Map Firing Range, und zwar mit dem GameTube Team Deathmatch. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch mal ein bisschen was zum Gameplay sagen. Darf ich, ja? Ja, darf ich. Okay, und zwar, wir haben keinen Plan, wie weit das Gameplay ist. Also, der Valentin schaut es zwar an, aber wir wissen es nicht ganz genau. Dann haben wir keinen Plan, wie lange wir jetzt schwätzen. Das kommt ganz auf den Zufall drauf an. Also, ich würde sagen, du fängst mal gleich mit den Flames an. Vorher sage ich noch die Klassen. Meine ist Galil mit Schalldämpfer. Dann die Python Akimbo. Die Perks sind Flagjet Pro, Slider Fan Pro und Tactical Mask Pro. Dann habe ich die Concussion, die Frag und die Claimer. Als Killstreaks habe ich die UAV, den Blackbird und den Chopper Gunner. Willst du nicht auch vielleicht deine Klasse sagen? Ja, habe ich jetzt spontan vergessen. Ja, also ich habe die Farmers mit Dual Max, Loop Klasse wie immer. Und dann noch die Makado Dual Wield mit der Claymore Flapjack Style of Hand und natürlich noch Ninja. Natürlich als Killstreak, wie immer Spyplane, Carepack und Heli, da ich erst Prestige gemacht habe und dann noch nicht so viele Killstreak habe. Ja, jetzt fange ich mit den Flames an. Also die Flames von Black Ops. Genau. Fangen wir an mit Ghost Bitches. Die kommen dann meistens beim 8er Killstreak vom Chopper um die Ecke mit der Noob Tube oder mit dem Raketenwerfer oder gleich als Knife Runner und lassen dir einfach mal den Schädel weg. Dann kannst du den Job auch im Müll hauen. Tonne kloppen! Genau. Die Noob Tuber sind genauso wie die Ghost Bitches, einfach nur behindert. Dann sind die Sniper in Nuketown oder in SD, die finden sich so Oberpro und müssen da ja gleich 50 mal daneben schießen. Und ja, dann kommen wir zu den Knife Runner, genauso wie die Ghost Bitches und die Noobtuber, einfach nur behindert. Ja, jetzt kannst du mit den Flames anfangen. Okay, ich habe auch Ghost, nur ja, mit dem Knife Runner und den ganzen Geschichten da. Habe ich ja noch nie gesehen, ein Ghost-Typ mit Knife Runner. Ist mir aufgefallen, aber egal. Ich finde Ghost einfach nur bescheuert, wenn man jetzt in einer Map spielt. Man will jetzt spontan einen Chopper machen. Hat man ja Standard-Skill-Streaks eine Spyplane, um sich mal in der Gegend zurechtzufinden, wo Feinde sind und wo nicht. Also, ich denke mal so immer mit der Spyplane. Aha, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, hier kann ich laufen. Dann gehe ich durch die Tür und rechts in der Ecke sitzt so ein Ghost-Bitch. Ja, das. Also, schöneres kann es nicht geben. Ja, das ist mal scheiße. Dann habe ich noch Second Chance. Bin ich jetzt gar nicht mehr so schlimm wie früher in ME2. In ME2 war es wirklich derartig schlimm. Habe mir überhaupt nicht gefallen. Ja, dann habe ich auch einen Nuketuber, Sniper, Nuketown. Gefällt mir nicht so. Und Knife Runner. Also, gleiche. Jo. Ich mache jetzt weiter mit den Wünschen in ME3. Also, ich wünsche mir eine bessere Story als wie in Modern Warfare 2. Da war sie einfach nur langweilig oder ich habe sie einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht warum, aber ich fand es einfach nur langweilig. Dann wünsche ich mir andere Waffen, weil die MP5 oder die M4, die gab es ja schon hunderte Mal. Und ja, das wird dann einfach zu langweilig. Habe ich darauf keinen Bock mehr. Ja. Jetzt habe ich nichts mehr, jetzt kannst du weiterreden. Okay, ich wünsche mir eine Map-Editor. Wer es noch nicht weiß, ich bin so ein Typ, der gerne was beim Spielen modifiziert, moddet, sonst was. Da bin ich ganz scharf drauf. Das, ja, sage ich jetzt lieber nicht. Ja, da wünsche ich mir noch eine andere Engine. Das wäre auch mal nicht schlecht. Kurz verwendet schon seit der COD 1 die gleiche Engine. Ja, können Sie mal auch mal was Neues machen. Ohne jetzt da jetzt großartig kurz zu flamen. Dann noch wünsche ich mir andere Waffen. Das ist, ich wette mit euch, in jedem Shooter-Spiel ist mindestens eine M4 bzw. MP5 drin. Ja. Das ist so. Und irgendwann haben wir auch mal die Schnauze voll mit MP5, MP4. Dann haben wir keinen Bock mehr drauf. Und jetzt muss man wieder was Neues her, würde ich sagen. Ja. Jo. Jetzt.
Das Gameplay dauert noch 3 Minuten oder so, circa. Und ja, die Fragen, ihr könnt Fragen über uns, weiß nicht. Ja, stimmt, du hast es halt noch nicht vorgestellt. Du musst ja ein bisschen noch reden über dich. Sag mal ein bisschen über dich. Ja, mein Name ist Valentin. Ich bin 13, also bald 13. Und so, ich spiele leidenschaftlich Code. Alle Code-Teile. Mach mal Battlefield, Bad Company 2. Und ja. Was hast du für Hobbys? Hauptsächlich zocken. Also nur zocken. Ja. Ja. Und ja, was sind denn deine Lieblingsspiele jetzt? Momentan. Code Black Ops, Metro. Doch, ich habe es nicht. Das zocke ich immer beim Stefan. Und ja. Bad Company 2 ist auch ziemlich cool. Und ja, das war's eigentlich. Ja. Ja, ja, das Gameplay dauert circa noch 1 Minute. 1 Minute 50. Ja, sowas. Und ja, also wie gesagt, hat er vorhin schon. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr euch Battlefield 3 oder Modern Warfare 3 holt, beziehungsweise beides, wie auch ich. Und oder schreibt das noch in die Kommentare, ob euch das Commentary gefallen hat, ob ihr sowas öfter machen soll oder auch andere Spiele machen sollen. Da habe ich mir gedacht, wie wäre es mit einem COD 2 Gameplay, einem Zombie Mut Gameplay? Was würdet ihr davon halten? Jo. Jetzt wäre mal was anders und ein bisschen Abwechslung, das würde auch mal ein bisschen gut tun von ganzen Black Ops. Ja. Das also. Gameplay dauert noch 1 Minute und ich muss noch kurz was fragen. Also wie findet ihr bis jetzt MW3? Also von den Trailer her oder so halt, ja. Dann muss ich noch mal schnell was im Bayer werfen. Es dauert ja noch ein bisschen, kann ich noch was schwätzen. MW3 finde ich hat nicht so coole Trailer wie Battlefield. Ist jetzt kein Lob für Battlefield, aber das hat nicht so viele, aber die sehen auch nicht so richtig begeisternd aus für das Spiel, finde ich. Jo, stimmt. Ja. Sollte noch mal loswerden. Ja. Dann mache ich weiter mit den Flames in Black Ops. Also, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr in Black Ops scheiße findet. Wie Ghost oder, keine Ahnung, Galil oder so halt. Ja. So. Und ja, schreibt es mal einfach in den Kommentaren und das Gameplay ist aus und ja. Tschüss. Ich muss mal nur schnell was sagen. Es ist gleich aus, aber nochmal nebenbei, wenn es euch gefallen hat und wir sowas öfter machen sollen und ihr auch immer auf den neuesten Stand sein wollt, abonniert uns doch. Wir haben momentan noch keine Abonnenten, wir würden uns freuen, wenn wir ein paar bekommen, dass wir auch die Videos für irgendwen machen können. Ja, genau. Oder kommentiert auch brav und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ja, okay. Ja. Jetzt also, ist das Game aus und ja. Tschüss. Tschüss.